So, das haben wir doch elegant gelöst. Okay, wir wollten da hinten zum Plakat. Das ist das Plakat. Also ist Vaquero hier gewesen. Wenn Vaquero hier war, waren hier auch die Drogen. Sie reisten in den Ausstellungsstücken und wurden hier verladen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Warren nichts davon gewusst hat. Und der Pförtner? Nick hat sich nicht ohne Grund für ihn interessiert. Dient dieser Tisch nur zum Verpacken von Ausstellungsstücken? Dient dieser Tisch nur zum Verpacken von... Keine Ahnung. Ja, dann untersuch ihn doch oder guck dir das Plakat an. James hat sich auch für diesen Schrank interessiert. Ah, dafür ist Auf dieser also Waage liegt weißes Pulver. Heroin. Kann ich das mitnehmen? Ist dieses Plakat. Okay, ich glaube, das war's, ne? Wenn ich hier Heroin nachweisen kann. SMS. Die Arbeiter haben in der Nähe der U-Bahn das nächste Opfer mit einem herausgerissenen Herz entdeckt. Ist es nicht mit einem herausgerissenen Herzen? Naja, whatever. Grammatik, Nazi und so. Okay. Das Dann. ist eine Nachricht von Nick. Nein, das ist unmöglich. Der Serienkiller ist doch tot. Ich muss es gleich aufklären. Ja, dann sollten wir mal weiterfahren. Der Pförtner ist noch nicht wieder da. Sehr gut. Fahren wir zur U-Bahn. U-Bahn-Station 181. Hier lud mich dieser Trinker ein. Könnte er der Mörder sein? Eher ein Opfer. Ich bin gespannt, ob wir das Opfer sehen. Mietshaus. Ich glaube, ich gehe jetzt in die U-Bahn, oder? Und nehme die Cola mit. Ich nehme es mit, Die Sch nur für den Fall. nur für den Fall. Ja. Die steht da auch so ganz unauffällig rum. Vor 100 Jahren war es sicher eine schöne und moderne U-Bahn-Station. Ach, so eine alte U-Bahn-Station hat auch was, finde ich. Da werden in Filmen ja auch oft irgendwie eine Bombe platziert oder was weiß ich. Das ist Joel Tatum, ein Trinker, der hier gehaust hat. Oh. Während der Autopsie stellt man fest, wann Tatum ermordet worden ist. Ja. Leider werden wir diesen Mord nicht Vaquero anhängen können. Hat der Nein. Kriminelle etwa einen Nachahmer gefunden? Vielleicht. Hallo Jeff, was haben wir hier? Wieder dasselbe, Miss Bonnet. Wir haben wirklich Glück, nicht wahr? Ja, total. Auseinandergenommen? Genau. Langsam gewöhnt man sich dran. Bei dem ersten Toten war mir übel. Jetzt habe ich sogar Hunger. Okay. Du bist ja gar nicht merkwürdig. Wer hat die Leiche entdeckt? Einer der Arbeiter, die hier renovieren. Kannte er das Opfer? Glaube ich nicht. Ich werde mir das Gesicht des Toten ansehen. Bitte schön. Ja, bitteschön. Mach mal. Das ist Joel Tate. Ja. Während der Autopsie. Leider werden. Hat der Kriminelle. Du wolltest dir das Gesicht angucken, oder nicht? Was gibt's, Jeff? Nichts Neues, Madame. Sie sagt, sie will sich das Gesicht angucken und dann sagt sie aber nur dasselbe. Das ist merkwürdig, Nicole. Das ist Jeff. Leider hat der Kriminelle. Okay,
dann gehe ich einfach noch mal hoch. Weil da kann ich jetzt ja anscheinend nicht viel machen. Kann ich denn hier ins Mietshaus? Und wenn ja, warum? Schreckliche Gegend. Geschlossen. Na, dann klingel mal. Ja, Moment. Da war doch die Klingel. Klingel, Klingel, Klingel. Och Mann. Ich möchte klingeln. Es ging doch gerade noch. Vielleicht macht mir jemand auf. Ja. Dafür würde ich die Klingel betätigen. Aber. So. Och Mann. Ich hatte doch gerade die Klingel, oder nicht? Das ist nicht einfach Draht. Unersetzbares Ausstattungselement. Was? Du sollst das Ding nicht mitnehmen? Ich dachte, das ist... Ja, zum Klingeln. Klingeldraht. Das war eine dumme Idee. Sehr nützliches Ding. Ja, total. Und wenn... Nützlich hier alles. Wieso hat sie diesen Klingeldraht da abgemacht? Diese Sache. Okay, das heißt, ich komme da jetzt irgendwie nicht mehr rein. Und sonst gibt's hier auch nichts, aber. Das ist ja blöd. Kann ich zurück zum FBI fahren? Weil ganz ehrlich, hier habe ich doch jetzt nichts großartig auszurichten. Die Leiche muss erst... Ich sollte noch etwas tun. Ach man, okay. Dann gehen wir halt wieder zurück zur U-Bahn und gucken, ob wir uns sein Gesicht angucken können. Wie du es ja vorhattest. Aber irgendwie habe ich da keinen Button für gesehen. Alte Bänke können wir uns angucken. Aha. Ich nehme es mit. Ein Feuerzeug. Sonst noch etwas? Altes Feuerzeug aus Metall. Wie oft kann man... Oh, können wir den Draht nicht verbiegen oder so? Warum? Sonst noch was? Nein. Okay, dann rede ich nochmal mit Jeff. Was gibt's, Jeff? Nichts Neues, Madam. Nichts Neues, Madam. Okay, dann halt nicht. Und tiefer in den U-Bahn-Tunnel können wir, glaube ich, auch nicht. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich hier am Gesicht irgendwas... speziell angucken kann. Aber das sieht nicht so aus. Ich guck nochmal mit der Hotspot-Anzeige. Ach, wir können doch noch weitergehen. Ups. Zum Gerüst. Doch, daran erinnere ich mich auch. So weit habe ich auch schon mal gespielt. Die Arbeiter haben ihr Werkzeug hier gelassen. Aha, eine... Das brauche ich jetzt nicht. Das brauchst du jetzt nicht, ja toll. Wann brauchst du es denn? Diese Sachen... Isolierte Zange. Treibstoff. Unersetzbares Ausstattungselement. Auf jeden Fall. Sie hat auch nur dieselben Sprüche drauf. Das kann ich da hinten angucken. Der Tunnel ist zugemauert. Was befindet sich auf der anderen Seite? I don't know. Zeitung.
Jemand hat mit dieser Zeitung den Fußboden gewischt. Wahrscheinlich, um die Schuhspuren zu verwischen. Wer kann sich an den Schnee von gestern erinnern? Noch nie war der Treibstoff so teuer. Und was ist hier? Der Tunnel ist zuge... Ach so. Dann gucken wir zum Gitter. Da brauchen wir doch... Lüftungskanal. Ich spüre eine Luftbewegung. Die Schrauben sind blockiert. Da brauche ich doch bestimmt jetzt die Zange, oder nicht? Die Schrauben... Oder den Draht? Nee. Da brauche ich doch ganz sicher die Zange. Was sollte uns da sonst helfen? Das brauche ich jetzt. Das brauchst du jetzt nicht. Wieso denn nicht? Ich habe den Eindruck, sie haben mit der Arbeit aufgehört, bevor sie richtig angefangen haben. Das heißt, jetzt will sie noch nicht durchs Gitter, richtig? Die Schrauben sind... Warum? Die Schrauben sind... Und das, was dahinter liegt, die Flasche, kann ich mir auch nicht angucken, oder? Gitter. Okay. Gitter und Schrauben. Dann gehe ich nochmal zurück zu Jeff. Und frag ihn nochmal, was es so Neues gibt bei ihm. Na komm, geh weiter. Was gibt's, Jeff? Nichts. Das ist Jeff. Während... Leider werden wir... Hat der... Okay, dann versuche ich jetzt zum Büro zu fahren. Denn wir haben uns jetzt ja alles angeguckt. Das ist schon ganz schön ermüdend, diese Arbeit hier. Ja, du kannst gehen. Super. Sehr gut. Ich sollte noch etwas tun. Ach nein! Ich dachte, du kannst jetzt gehen. Helfen uns die Zeitung vielleicht ins Mietshaus zu kommen? So, der alte Trick von innen. Die Glanzzeit dieses Gebäudes ist vorbei. Steckt der Schlüssel, ja. Huch. Was hast du jetzt daraus gemacht, bitte? Und? Wieso hat sie die jetzt zusammengerollt? Möchtest du da Cola durchschütten? Daraus wird... Ein Stück Papier. Nur... Irgendwie verstehe ich nicht so ganz, was sie vorhat. Nein. Nur... Warum... Was wird... Und wenn ich... Okay. Zusammengerollte Zeitung. Treibstoffkanister ohne Treibstoff. Ja, kann ich vielleicht die Cola in den Kanister füllen? Nur... Nein. Kann ich so eine Art Molotow-Cocktail machen? Och Mann, was soll ich denn hier machen? Ganz allein mit Jeff. Der bestimmt eine Frau zu Hause hat. Trotzdem hier steht und seine Notizen aufschreibt. Kann ich Jeff eine Cola anbieten? Und wenn ich es nochmal versuche?
Kann ich Jeff einen Draht anbieten? Kann der die Klingel wieder reparieren? Und wenn ich... Kann ich dir das Feuerzeug, das ich gefunden habe, zeigen? Warum funkt... Nee, ich habe das Gefühl, Jeff kann ich so gar nichts zeigen. Diese Sachen passen. Das ist ja enttäuschend. Ich gucke mich jetzt nochmal hinten am Tunnelende um. Und ich glaube, dann ist es auch Zeit für mich, die Folge zu beenden. Wenn ich jetzt nicht hier bald weiterkomme. Braucht sie die jetzt? Das brauche ich jetzt nicht. Wieso? Das ist keine... Och man, kannst du damit die Flasche öffnen? Und wenn... Wieso sagt sie, sie braucht die jetzt nicht? Weißt du, alles andere steckt sie einfach so ein. Und dann, ach nö, die Zange, die da so ganz unauffällig rumliegt, die brauche ich dann aber nicht. Okay, das scheint uns alles nicht weiterzuhelfen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, ich speichere an dieser Stelle und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!